Die Bauchübung, Kneeling Crunches oder auch Salam genannt. Leider auch hier die Bewegungsgeschwindigkeit viel zu schnell, die Time Under Tension nicht berücksichtigt und keinerlei Fokus Richtung Zielmuskel. Hier langsamer, viel langsamer arbeiten, das Ganze ohne Schwung ausführen. Die korrekte Bewegungsausführung, wie man hier sehen kann, oben Ende exzentrischen Bewegungsablauf kurz anhalten, in die konzentrische Phase gehen und einen Fokus Richtung Zielmuskel aufbauen und schön langsam ausführen.